Mein Name ist Jens und das ist mein kleiner Lader. Herzlich willkommen zu My Next Level Adventures. Der kleine Lader Wim und ich sind gerade unterwegs auf dem Landweg von Armenien nach Deutschland. Wir genießen unseren Roadtrip und das Beste daran ist, die Reise hat gerade erst begonnen. Lass uns gemeinsam die folgenden Länder wie Armenien, Georgien und die dann noch auf der Reiseroute liegen, erkunden. Abonnier den Kanal oder folge uns im Internet. Let's start the Next Level Adventures. Sonntags 8 Uhr in Yerevan und nichts ist los auf der Straße, hinter mir das Nationalmuseum. Ich bin verabredet heute mit Urban Armenia. Die Jungs, die machen immer so völlig abgefahrene Sachen, die gehen zu Lost Places und. Und heute geht es zum ROT 54, dem Radio Optical Telescope 54. Das ist etwas außerhalb von Yerevan, ich denke mal eine Stunde, anderthalb Stunden mit dem Auto ungefähr hin. Da Wim noch in der Werkstatt ist, werde ich mit denen hinfahren und mir dieses Radioteleskop anschauen. Wir sind eben angekommen bei dem ROT 54 bei dem Radio Observation Telescope und das ist unsere kleine Gruppe mit Urban Armenia und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Er erzählt schon was auf Russisch und uns übersetzt er immer alles auch auf Englisch. Er erklärt jetzt noch gerade auf Russisch, was hinter uns ist, das Radioskop. Und da ist das ROT 54. Ja, schauen wir mal, was uns jetzt das Ganze bringt und was wir uns angucken können. Vielleicht können wir ein bisschen rumklettern nach unten rein. Wir gucken auf alle Fälle irgendein Science Center an oder Schaltraum, der verlassen ist, also der alte. Und ja, bin gespannt, was wir jetzt noch so sehen hier. This is a control building for this radio optical telescope. And this is the first in history radio optical telescope or telescope Chironi. He have a patent for this. And one of a kind. And this we have. Let's go. Let's go. Mal schauen, was es so gibt. Ja, dieses ganze Radioskop ist halt echt riesengroß, wenn man so da steht und nur über den Rand schaut. Ich weiß nicht, man kann das gleich gar nicht sehen, wie tief es runtergeht. Das ist echt wahnsinnig groß. Jetzt gehen wir wahrscheinlich in den Kontrollraum rein oder was auch immer. Auf alle Fälle, man sieht, die Tür ist schon aus den Angeln gehoben. Und ja, ist halt dann wirklich ein kleiner Lost Place, wie man das so sehen will. Also auf alle Fälle, die große Antenne war ja schon der Reißer. Ich bin mal gespannt, was drinnen auf uns wartet.
So, jetzt geht's runter zu diesem Sonnenkollektor, der 1996 angefangen wurde zu bauen, aber nie zu Ende gebracht wurde. In Chile gibt es noch einen, der funktioniert, der fertig gebaut wurde. So, und hier in Armenien gibt es auch einen, der halt nicht fertig wurde. Bei den Treppen muss man ein bisschen aufpassen, denn irgendwie sieht man nicht so genau, wo sie sind, die Abstände. Das hier ist jetzt ein Sonnenkalender und Sonnenuhr. Habe ich auch so noch nicht gesehen in meinem Leben. Sehr interessant. Nach dem Sonnenkalender-Uhrzeit gehen wir jetzt wohl in die ehemalige Schaltzentrale. Also glaube ich zumindest mal, sieht so aus, weil es oberhalb des Rott ist. Und schauen wir uns das Ganze jetzt mal an. Jawohl, das ist die Schaltzentrale da oben. Und dann schauen wir uns mal an, wie das früher aussah. Ja. Ja, und hier hinter mir wurde alles gesteuert, diese ganze Anlage. Das ist natürlich total auch interessant zu sehen, dass alles noch so vorhanden ist. Diese ganzen Schaltpulte, wie man sie hier jetzt so sieht. Und ich kann zwar kein Russisch, aber auf alle Fälle sieht es sehr interessant aus. Wenn man das jetzt hier so sieht. Alles eine Anlage aus einer längst vergangenen Zeit. Heute wäre das wahrscheinlich alles digital und würde in ein iPhone reinpassen, von der Technik her. Aber damals, als das gebaut wurde, war es wirklich noch was ganz anderes. Hier liegen bestimmt noch alte Pläne rum, wie irgendwas gesteuert wurde, wenn man das so sieht. Also kann man alles noch mal so Einblick nehmen. Ich hoffe, es sind keine Staatsgeheimnisse. Yes. Yes. For me, is the call? I will come. Kontrollraum am Teleskop. Wir schalten das jetzt mal an. Schauen mal kurz, was auf dem Mond so los ist. Wir Außerirdische empfangen. Und hier funktioniert nichts mehr. Hier muss ich mal nachlesen, was in der Bedienungsanleitung steht. Kannst du das lesen? Ja. Ich brauche Hilfe. Jerevan, wir brauchen Hilfe. Oder Jerevan. We have a problem. Alles klar. So, scheinbar gibt es auch zum Abschluss der Tour etwas zu essen und zu trinken. Also wer das bucht hier bei Urban Armenia, der geht auf alle Fälle nicht hungrig nach Hause. This hummus, vegetables, как там острый, hot cucumbers, needle salt, cheese, and homemade cake. Homemade cake. Perfect. Then we will enjoy. Слушай, я вот, короче, на самом деле, меня однажды на каком-то концерте...
Ja, das ist wohl das Ende der Tour und es gibt jetzt nochmal lecker Essen für alle. Es ist auch was Schönes, so hier in dem Kontrollraum zu sitzen und was zu essen, zu bekommen, zu trinken. Das ist ein schöner Abschluss. Dein Fazit zu der Tour, mir hat es super gut gefallen. Ich fand das einfach klasse. Man wird abgeholt oder man gab einen Treffpunkt in Yerevan. Dort wird man abgeholt, wird hergefahren, wieder zurückgebracht. Man braucht sich um nichts kümmern. So ganz einfach kommt man wohl nicht rein in diese Anlage. Man braucht dafür ein Permit, eine Erlaubnis, die muss man sich irgendwo holen. Das werden die dann schon vorab organisieren. Buchen kann man das einfach über Instagram, die eine Nachricht schreiben. Urban Armenia 3000 heißt der Account oder über die Webseite urbanarmenia.com. Ist allerdings nur in Russisch, kann man sich aber mit Google Translate einfach übersetzen lassen. Schreibt sie an, sie können Englisch, ist überhaupt kein Problem. Gekostet hat mich das Ganze jetzt hier 19,20 €, so, ich glaube so 42 Euro ungefähr. Für mich hat es sich gelohnt, auf alle Fälle hierher zu kommen. Ich fand es sehr interessant, die ganze Anlage anzusehen. Man konnte Videos machen, Fotos machen, ungezwungen durchlaufen. Also jeder, der auf Lost Places steht und möchte sowas mal sehen, dann kann ich das empfehlen. Schaut euch das an, wenn ihr in Yerevan in Armenien seid und kommt vorbei. Ich lasse es mir jetzt nochmal schmecken am Buffet und dann wird es wahrscheinlich auch schon Richtung Yerevan wieder gehen. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Lasst einen Daumen hoch oder abonniert gleich den ganzen Kanal. Es gibt ja noch ziemlich viele andere Sachen ja, aus Armenien und mit meinem Lada-Heimreise nach Deutschland wird es bestimmt auch noch einiges zu sehen gehen. Also, ich bedanke mich, dass ihr bis zum Ende da wart und freue mich, wenn ihr wieder reinschaltet beim nächsten Video. Bis dann. In der Folge 4 geht es endlich los. Ich hole den Lada Wim in der Werkstatt ab. Das Ziel ist Gyumri. Erkunde mit mir die zweitgrößte Stadt Armeniens, die vieles zu bieten hat.